Sie alle besitzen höchstwahrscheinlich einen Handyvertrag und die eine oder andere Versicherung. Aber möglicherweise ziehen Sie bald um, weil Sie Ihre Traumwohnung in einem anderen Bezirk gefunden haben. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Umzug der Grund dafür sein kann, dass Sie ab sofort mehr für Ihre Versicherung bezahlen müssen oder eventuell keinen neuen Handyvertrag mehr abschließen dürfen? Und das, obwohl sich sonst in Ihrem Leben nichts verändert hat? Bisher haben wir einerseits gesehen, inwiefern unser Demokratieverständnis durch Social Media mitbestimmt wird und andererseits, wie problembehaftet es sein kann, wenn Algorithmen Entscheidungen treffen. In diesem Video erwartet uns eine neue Perspektive auf Bewertungs- und Rankingsysteme, die uns alle, wenn vielleicht auch nicht gleichermaßen, immer wieder betreffen können. Ich darf Ihnen erneut ganz viel Freude am kritischen Denken wünschen. Wir wollten über Credit-Ranking-Systeme reden. Genau. Beziehungsweise eigentlich eher so, also es geht ja nicht nur um diesen ominösen, um dieses ominöse System in China. Genau. Sondern, Social Credit, ja. Genau. Sondern auch ganz allgemein um so Sachen also, und so. Vielleicht eröffne ich ganz kurz mit einem konkreten Fall, der bei mir am Schreibtisch liegt. Bitte gern. Wo eine Firma, die Handyverträge hergibt, eine Kreditwürdigkeitsauskunft bei einer anderen Firma eingeholt hat, über eine Person. Mhm. Okay? Und diese Person wurde aufgrund von ihrer Wohnadresse und ihrem, wie heißt dieser Kreditschutzverband-Rating? KSV irgendwas. Irgendwas, ja. Wo sie einen tadellosen Score hat, so schlecht eingestuft, dass sie von dieser Firma keinen Handyvertrag bekommen hat. Nur wegen der Wohnadresse? Nur wegen der Wohnadresse. Und jetzt gibt es viele Annahmen, die man treffen kann. Mhm. Weiß ich, sie wohnt in einer schlechten Gegend vielleicht, sowas kennen wir. Ja. Ja? Da gab es einen Fall, wo ein neues Gebiet erschlossen wurde in einer Gegend, die Wohnen mit niedrigem sozialen Standard bisher hatte. Mhm. Und die Leute, die dorthin gezogen sind, die haben einfach alle Schwierigkeiten gehabt, sich einen Kredit zu nehmen bei der Bank, weil die Bank festgestellt hat, sie wohnen in so einer lausigen Gegend. Ne? Mhm. Und es kann aber auch sein, dass die viel mehr Daten haben über diese Frau und das nicht zugeben wollen. Das ist auch die Möglichkeit. Ne? Aber der entscheidende Punkt ist, dass ein System ein Rating ausrechnet, auf vollkommen unklarer Basis und dieses Rating dafür verwendet wird und entscheidet darüber, ob diese Frau in dem Fall einen Telefonvertrag bekommt oder eben auch einen Kredit bekommt oder eben wie viel sie für die Versicherung bezahlen muss, die sie gerade abschließt und alles das. Ne? Genau. Und dadurch, dass das so ein System macht, hat man auch wenig Chance zu fragen, auf welcher Basis wurde das eigentlich entschieden, weil die wissen das selber nicht. Ja. Super Auflage für, schauen wir uns das doch spezifisch anhand vom AMS-Modell an. Also das ist ja jetzt 2017, 18 wirklich in Diskussion kommen, dass das AMS einen Algorithmus entwickelt hat, der Arbeitssuchende in Kategorien einteilen soll. Und was da relativ unüblich war, ist, dass man einen Teil von diesem Modell, also von diesem statistischen Modell, was es de facto ist, tatsächlich veröffentlicht hat. Es hat ein bisschen Gedränge gebraucht und ein bisschen gut zureden quasi, aber es ist veröffentlicht worden. Und eben gerade kürzlich jetzt im November 2020 ist eine Publikation rausgekommen, wo sich Leute das ganz genau angeschaut haben. Das werden wir verlinken, würde ich behaupten. Genau, und da spielt genau die Wohnadresse zum Beispiel auch ganz stark rein, weil nämlich von der Basis der Wohnadresse die Zuordnung passiert zur Regionalstelle vom Arbeitsmarktservice. Und diese Regionalstelle, also quasi die Geschichte vom, also die Erfolgsgeschichte von dieser Regionalstelle, einen Einfluss drauf hat, in was für einer Kategorie ich dann landen würde. Das ist genau dasselbe, ne? Genau das. Du ziehst wohin, weil du dir eine Wohnung dort leisten kannst und schon sinkt dein AMS-Score genau, ja. ab. Und das Krasse ist, wenn man sich das anschaut, was da für Daten verwendet werden. Also die haben halt verwendet die historischen Daten von Leuten, die als arbeitssuchend gemeldet waren in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Also Leute, die zum Arbeitsmarktservice gegangen sind, gesagt haben, sie brauchen einen Job. Und dann hat man sich angeschaut, wie lange haben die gebraucht, um wieder einen Job zu kriegen. Und die Kategorisierung ist dann in drei Gruppen. Die Gruppe H, haben sie es jetzt genannt, hoch, die innerhalb von 6 Monaten wieder einen Job finden.
Und die Gruppe N, niedrig, die nach 2 Jahren noch keinen neuen Job gefunden haben. Und alles, was dazwischen liegt, ist die Gruppe M, mittleres Segment. Okay. Ursprünglich hat man von ABC geredet, das hat irgendwie so eine Hierarchisierung mit sich gebracht. Das hat man nicht so cool gefunden, jetzt hat man halt hoch, mittel und niedrig genommen. Genau, und was man gemacht hat, ist sich alle möglichen demografischen Daten de facto anschauen und schauen, also da hat man statistische Analyse drüber laufen lassen und schauen, welche demografischen Daten wie stark auf diesen Output hinlaufen. Also eigentlich ein händisches Machine Learning, könnte man sagen. Und das sind dann so Sachen wie das Alter, das Geschlecht, die Regionalstelle, also die Wohngebiet de facto und die Staatsangehörigkeit und ob man eine Behinderung hat und wenn man eine Frau ist, ob man Kinder hat, bei Männern nicht. Das ist total spannend, sich das anzuschauen eigentlich. Und auf Basis dessen, was ja viel davon sind Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, ich werde einfach älter. Mhm. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich die österreichische Staatsbürgerinnenschaft habe oder nicht. Und das zum Wechseln ist gerade in Österreich gar nicht mehr so einfach. Mhm. Und ich finde, da kommt jetzt ein Aspekt rein, den wir bis jetzt im Algorithmic Bias noch nicht angesprochen haben. Und das ist diese Kategorisierungsfehler. Ja, genau. Das, also ein Beispiel, das ich da immer gern verwende, ist, es gibt in der Mustererkennung und auch im Machine Learning so Benchmark-Datensets. Die werden dazu verwendet, dass du dein System anlernen kannst, aber auch damit du zeigen kannst, wie dein System im Vergleich zu einem anderen, das dasselbe macht, abschneidet. Daher Benchmark, wo du dann sagst, ich erkenne 70% und der andere nur 65%, darum ist mein Algorithmus besser. Mhm. Und wenn jetzt in diesen Benchmark-Datensets falsche Kategorien verwendet werden, zum Beispiel Geschlecht männlich oder weiblich und das war's und wir wissen, das ist zu wenig. Mhm. Oder wie es in einem seinen Bilder, also Gesichtsdatenset der Fall ist, die Bezeichnung Rasse und dann weiß, schwarz, asiatisch und andere. Dann werden damit politische Werte transportiert. Genau. Ja. Weil eigentlich sagen sie mit dieser Geschlechtskategorisierung, wir sind der Meinung, es gibt nur männlich und weiblich und daher haben eure Algorithmen, wenn sie gegen unser Test-Set gebenchmarkt wird, auch nur männlich und weiblich zu verwenden. Genau. Damit wird ein Bias allein nicht einmal über die Daten selber, sondern nur über die Art, wie die Daten in Kategorien aufgeteilt werden, in Systeme eingebracht. Ne? Und einer der, wenn ich das noch schnell zu Ende bringe, einer der Fehler, den wir dadurch haben, ist, dass Gesichtserkennung für Männer weiße Gesichtsfarbe, wesentlich besser funktioniert als für alle anderen Gesellschaftsgruppen. Ja. Das geht runter bis auf 60%, wenn du eine dunkelhäutige Frau bist, zum Beispiel. Genau. Die Kategorien bei diesem AMS-Modell sind nur insofern ganz spannend, weil die Alterskategorien zum Beispiel extrem grob sind. Ja? Mhm. Da hast du einfach eine Altersgruppe, die 10 Jahre umfasst. Und es gibt natürlich nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wer am Rand liegt, da überlegen wir uns was oder da gibt es Überlappungen oder sowas oder das rechnen wir irgendwie, dass wir da irgendwie Abstufung machen, sondern ob jemand 24 ist oder 25, macht einen Riesenunterschied, aber der Unterschied zwischen 25 und 35, also ich weiß die genauen Kategorien gerade nicht, aber 25 bis 35 ist das Gleiche. Mhm. Und dann 35 und 36 sind wieder... Ja, das ist eigentlich derselbe Fehler, wie wir es schon als einen Grundfehler im Schulsystem kennen, wo davon ausgegangen wird, dass alle 14-Jährigen gleich schnell lernen und dasselbe lernen können und alle 15-Jährigen auch und alle 16-Jährigen auch. Was eines der Grundprobleme ist, mit dem wir dort kämpfen. Ne? Und das wird da einfach perpetuiert. Ja, voll. Ich würde ja sagen, dass dieser Algorithmus sehr stark in etwas hineinfällt, was ich unzulässige Verallgemeinerung nenne. Generalurteil zu fällen. Ja. Du wirst in eine Gruppe geworfen, nur weil du ähnliche Merkmale hast. Und das heißt überhaupt nicht, dass du so bist. Ne? Genau. Also es hat jetzt so an weil dieser Bericht ist unter ist von der Arbeiterkammer finanziert worden und die haben jetzt eben auch an
Kurzbeitrag irgendwo veröffentlicht und da erklären sie das dann anhand von einer ganz spezifischen Person. Oh, die hat ein Informatikstudium, das ist eine Frau, die hat eine Drittstaatenangehörigkeit, spricht exzellent Englisch, spricht gut Deutsch, hat an und für sich, wenn man sich das anschaut, in unserer Branche, ja, in der Informatik, extrem gute Chancen, hat nämlich auch schon Verbindungen in die Branche und so weiter, kriegt aber die Einstufung ins Segment niedrig, weil sie ist eine Frau, Drittstaatsangehörige, spricht nicht perfekt Deutsch und hat mehr als eine Matura. Und das ist schon negativ, also mehr als eine Matura zu haben, hat negative Auswirkungen in dem Modell. Was halt auch dann wieder sagt, wie spezifisch dieses Modell ist, ja, weil halt genau solche Fälle, die quasi direkt von der Uni in einen Job kommen, solche Biografien landen gar nicht in diesen Daten und werden deswegen immer falsch beurteilt werden. Jetzt, das, was ich am AMS-Algorithmus schätze, ist, dass er kein Machine Learning-System ist. Das heißt, dass man eigentlich wissen könnte, genau, warum jemand in eine Kategorie eingestuft wird. Ja. Und es eigentlich zwei Dinge wären möglich. Erstens, der Algorithmus könnte dir sagen, warum du in diese Kategorie fällst. Mhm. Und zweitens, du könntest dann hingehen, theoretisch, und sagen, bitte, das stimmt nicht. Schaut einmal, ihr schätzt mich falsch ein, weil. Mhm. Beides ist nicht möglich, weil das AMS das nicht zulässt. Ja. Aber ich glaube, wenn man das machen würde, dann hätte ich viel weniger Probleme mit dem Einsatz des AMS-Algorithmus. Was ich auch total spannend finde, ist ja, da sind wir dann wieder bei der Zielsetzung von den ganzen Dingen. Die Daten sind total spannend. Oh, die Statistik, die im Endeffekt rauskommen ist, ist total spannend, weil sie zeigt, wie eigentlich die Personalabteilungen in Österreich gegen Leute diskriminieren, die vom AMS oder beim AMS gemeldet sind und zu ihnen kommen mit einer Bewerbung. Mhm. Und das finde ich so gesehen, da könnte man eigentlich dran ansetzen und sagen, okay, offensichtlich müssen wir da irgendwas ändern, wir müssen Anreize schaffen, dass die Personalabteilungen nicht mehr so diskriminieren. Mhm. Oder wo sind eigentlich die zugrunde liegenden Probleme, dass so diskriminiert wird? Mhm. Eben beispielsweise Betreuungspflichten schlagen nur bei Frauen negativ zu Buche. Ja. Warum ist das so? Kann man sich anschauen, Frauen müssen eher die Betreuungspflichten übernehmen. Haben wir im Lockdown jetzt auch erlebt, ne? Ganz genau, ja. Kurzer Ausflug, da gibt es viele, viele Studien dazu, die diese Diskriminierung bei der Jobsuche zeigen, wie, weiß ich, denselben Lebenslauf mit einem in den USA weißes Gesicht, schwarzes Gesicht, oder geschickt und ganz klar, wer den Job kriegt. Oder konnotierter Name. Genau, oder Mann oder Frau auch, gerade in unserer Branche, in der Informatik, wo einfach überdurchschnittlich die Männer genommen werden bei gleicher Beschreibung der Qualifikationen. Ja. Ich habe es so lustig gefunden, also an die Öffentlichkeit kommen, dass dieses Modell gibt, ist es irgendwie einen Monat oder zwei, nachdem Amazon gesagt hat, sie haben das ausprobiert, sie haben festgestellt, das war nichts sinnvoll, sie lassen es lieber. Also Amazon, die machen viele Dinge mit vielen Daten, die sollten eigentlich wissen. Aber dabei haben die doch genau so ein System am Laufen, oder? Dass die Leistung der Einpackarbeiter. Ja, aber das Bewerbungssystem, genau. Also das automatische Vorsortieren von den Bewerbungen haben sie wieder abgedreht, weil sie eben gemerkt haben, dass das kleinste Detail, das einen Hinweis darauf gibt, dass die Bewerbung von einer Frau kommt, negative Auswirkungen hat. Aha. Und wenn es war, Captain of the Chess Team, an einem Frauencollege zum Beispiel. Okay. Ja. Das hat schon direkt wieder flupp aussortiert. Ja, Wahnsinn. genau. Jetzt sage ich noch einen Satz zu Amazon. Mhm. Diese Story mit dem Bewertungssystem der Einpackarbeiterinnen und Arbeiter hat ja die Leute sogar kündigen können von selber, ohne Personenintervention. Ja? Also wenn deine Leistung in verschiedenen Parametern, die dort gemessen wurde, aus welchem Grund auch immer, und da ist wieder die Frage, ne? Was sind das für Gründe? Mhm. Unter einem gewissen Wert fällt, wurdest du einfach hinausgeworfen. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde, vielleicht kann man nachher noch drüber reden, dass nämlich Systeme Entscheidungen über Menschen treffen. Ja. Ja? Und jetzt schließe ich aber noch diese AMS-Algorithmus-Geschichte ab für mich, weil ich noch einmal sage, wenn der Kontext, in dem das eingesetzt wird, ein anderer wäre, dann fände ich das eigentlich gar nicht so uninteressant, dass man aus den statistischen Daten einmal sagt, wahrscheinlich ist das jemand, der oder die in diese Gruppe gehört, den Leuten dann mitteilt, warum sie in diese Gruppe gekommen sind, ja, weil das lässt sich ja in dem Fall auflisten. Ganz und dann sagt, was sagt ihr dazu? Ja. Ja?
Und dadurch kommt man auf ein System, das eine neue Form der Auseinandersetzung mit diesen Situationen und den Biografien erzeugt, wo die Leute auch selber sehen, aha, also ich kriege deswegen keinen Job, weil ich, vielleicht muss ich einen Deutschkurs machen, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber viele Sachen, die da drinnen stehen, kann ich ja nicht einmal ändern. Kannst du nicht einmal ändern, genau. Also das ist halt so dieses, und da dann halt auch diese Einstufung, und das ist was dann der Vorstand vom AMS immer so gern gesagt hat, es ist nur eine zweite Meinung. Ja, aber de facto, wenn man sich anschaut, was die Zielsetzungen waren vor dem ganzen Projekt, waren einerseits die Steigerung der Effektivität von den Schulungsmaßnahmen, aber auch die Erhöhung der Effizienz vom Personal- und Ressourceneinsatz. Das heißt, du sollst weniger Zeit damit zubringen, eine Klientin zu beraten, aber gleichzeitig sollst du das ganze Hintergrundwissen haben, zu verstehen, warum der Algorithmus das so einschätzt, und sollst dann auch noch, wenn du der Meinung bist, dass die Einschätzung falsch ist, die Einschätzung ändern und eine Begründung dafür verfassen, warum die Einschätzung falsch ist. Ja, du musst eine Begründung verfassen. Du musst begründen, warum du das geändert hast. Gut. Und das Ganze innerhalb von 10 Minuten. Literally 10 Minuten. um das jetzt, weil wir reden schon sehr lang, um das ganz zum Abschluss zu bringen, an den Anfang zurückzugehen zu diesem Fall, wo diese Frau keinen Handyvertrag bekommen hat, dahinter steckt wahrscheinlich ein Machine Learning System. Ja. Und wenn das ein Machine Learning System ist und nicht so eine statistische Regression wie beim AMS, dann wissen wir gar nicht, warum das System zu dieser Einschätzung kommt. Und dann ist diese Möglichkeit zu sagen, wir machen das jetzt transparent und geben den Leuten eine Chance, Stellung zu nehmen, die gibt's dann gar nicht mehr. Machine Learning Systeme, so wie sie heute sind, können nicht erklären, wie sie zu einer Entscheidung kommen. Und das schafft ein Problem, über das wir vielleicht nachher noch reden können, nämlich Entscheidungen über Menschen zu treffen. Ja, voll. Danke. Mal.